Hallo? Noch jemand da? Irgendjemand? Oh, erstmal diesen ganzen verdammten Staub hier, der sich angehäuft hat. Kann ich schon fast drin schwimmen. So, schon besser. Gleich eine ganz klarere Sicht hier. Ja, gut. Jetzt aber genug mit dem Theater. Ich bin der Bärbruder und begrüße euch doch tatsächlich nach diesen ganzen Strapazen und über einem halben Jahr der Abwesenheit auf meinem Kanal wieder zurück. Ich kann es noch selber gar nicht glauben. Ja, es ist viel passiert, kann man sagen. Ja, erstmal vorweg. Also ich bin jetzt offiziell wieder da, ne? Hurra, hurra. Ja, und ich habe, ich denke, der ein oder andere hat es schon mitbekommen. Ich habe sehr viel Strapazen hinter mir. Es gab ja diesen Festplattencrash. Da waren die ganzen Projekte von mir, inklusive LP-Videos, was insgesamt über 200 Stück waren, verloren gegangen. Das war damals natürlich ein extremer, ja, her und herber Rückschlag für mich. Und das musste ich natürlich erstmal verkraften und verarbeiten, ne, soweit verdauen. Und das hat ja ziemlich lange gedauert, kann man auf jeden Fall sagen. Also bis zum Ende des Jahres 2023 war ich dann erstmal bedient, kann man sagen, ne? Zusätzlich sind dann noch so Sachen passiert wie Handy kaputt und dies und das und jenes. Ja, Autounfall. Also dann stand auch kein Auto mehr zur Verfügung eine Zeit lang. Und noch viele andere Sachen über. Ach, das Video würde wahrscheinlich 2 Stunden in die Länge gezogen, wenn ich jetzt alles einzeln aufzählen würde. Das werde ich euch jetzt ersparen, zumal die meisten hier schon wissen, ungefähr, was da alles so passiert ist. Auf alle Fälle, ja, habe ich dann jetzt, wie gesagt, erstmal lange Zeit für gebraucht. Ich brauchte erstmal einen neuen Rechner, ich brauchte überhaupt erstmal wieder Motivation für all das, nach so vielen Rückschlägen. Ja, und dann hat es eine Zeit lang gedauert, aber jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe einen neuen Rechner und ich habe ein neues Mikrofon. Ja, und noch einiges mehr. Auf jeden Fall der Rechner, der wurde mir extra zugeschickt vom guten Leonard, der ja auch im Forum tätig ist. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal dafür an dieser Stelle. Und ja, noch heute, also jetzt, wo ich das hier aufnehme, habe ich mir dann auch noch ein neues Mikrofon gekauft. Extra mit Rauschunterdrückung. Und ich habe das schon ein bisschen getestet, so am Rechner, jetzt offscreen natürlich, ne? Also selbst die leistungsstärksten Spiele, die ich so auf Steam habe, die laufen hier extrem flüssig. Und es sieht vom Bild her auch irgendwie noch besser aus. Und wobei das jetzt eigentlich nie das Problem war. Aber wie gesagt, es ruckeln nicht mal die leistungsstarken Spiele. Das heißt, da ist jetzt einiges mehr drin, als es vorher der Fall war. Ne? Kann man auf jeden Fall sagen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich jetzt nicht nur Maker-Spiele spiele, sondern auch mal so vielleicht andere Sachen. Ja, und auf jeden Fall sollten die Maker-Spiele erst recht nicht ruckeln, ne? Denke ich mal. Also von der Qualität her wird das dann doch schon bestimmt einiges ausmachen. Wie gesagt, alleine, dass es dann schon mal nicht mehr rauscht, dass es ja keine Ruckler gibt, das macht sicherlich schon viel aus. Ja, das macht es jetzt nur nicht besser, dass ich trotzdem noch natürlich nach wie vor ein bisschen herumhasple, ein bisschen manchmal nicht weiß, was ich sagen soll. Ne? Ihr kennt das ja. Auch wenn ich damit das dann natürlich auch immer noch arbeite, aber das ist für mich auch so ein bisschen so ein Buch mit 6 Siegeln fast. Nee, sagen wir mit 8 Siegeln, ne? 8 ist immer eine schöne Zahl. Ja, aber ich denke so, insgesamt sollte das doch schon jetzt insgesamt eine bessere Qualität haben, zumal, wie gesagt, auch an sich mehr drin ist. Rein theoretisch könnte ich jetzt wahrscheinlich auch Livestreams machen. Mit der Zeit. Jetzt noch nicht direkt, auf jeden Fall, aber irgendwann bestimmt, weil es jetzt halt möglich ist, ne? Ja, aber es war halt wirklich ein langes Hin und Her mit dem ganzen Aufbau und so. Und irgendwann hat erstmal dies nicht geklappt, dann wieder das nicht. Und jetzt nach so langer Zeit hat es endlich geklappt mit allem.
Also wirklich, naja, fast mit allem, auf jeden Fall kann ich sagen, sehr viele Probleme haben sich jetzt wieder in diesem halben Jahr beseitigt. Ich habe wieder Zugriff auf meine E-Mail-Adresse und damit auch auf alle anderen Sachen wie Discord, Steam und so weiter und so fort. Okay, WhatsApp habe ich nicht, aber eben Discord, und das ist ja auch eine gute Alternative, wenn man mal so ein bisschen sich austauschen will. Auf jeden Fall. Es ist jetzt möglich, dass ich wieder an diesen Spieleabenden teilnehme, ne, die da gewisse Leute aus dem Forum so immer miteinander machen, wie zum Beispiel Among Us und so, weil man mich jetzt auch wieder hören kann. Sonst muss ich ja immer schreiben, beziehungsweise konnte gar nicht dran teilnehmen. Das war ja auch immer ein bisschen schade. Und ja, jetzt ist auf jeden Fall wieder alles möglich. Also einer, mit dem ich schon geschrieben habe, hat gesagt, okay, dann bin ich ja jetzt quasi wieder auf dem Stand wie damals. Nee, das stimmt nicht. Eigentlich sogar noch besser. Eben weil der Rechner jetzt wesentlich leistungsstärker ist und wirklich einiges darauf geht. Also schon sehr viel mehr. Ja, und die Qualität an sich ist halt besser, ne? Keine Ruckler, kein Rauschen und so, dank diesem brandneuen Mikrofon hier, was ich mir jetzt gegönnt habe. Und ja. Und ich musste ja nicht mal für den Rechner bezahlen, ne? Weil der eine aus dem Forum so nett war und das mir tatsächlich geschenkt hat quasi. Ja, und auch wenn ich gesagt habe, dass ich jetzt so an sich keine Internetbezahlungen mache und so, also da jetzt nicht unbedingt so Spenden entgegennehme, weil mich viele finanziell unterstützen wollten, haben das dann einige Leute dann eben auf andere Art und Weise getan. Ne? Zum Beispiel mir den Computer geschenkt, mir da ein bisschen geholfen, so mit den Tipps und so, wie ich da was mache, mit dem Anschließen und so, weil ich mich da leider überhaupt noch nicht so auskannte. Jetzt mittlerweile ja schon, aber am Anfang eben noch nicht. Wie auch, wenn man sich damit nie wirklich beschäftigt hat. Ja, auf jeden Fall. Es wird Zeit für einen neuen Beginn, ne, kann man sagen. Wahrscheinlich werde ich jetzt nach dem Video direkt mich drauf auf die ganzen Projekte erstmal draufschmeißen. Ne? Wie das halt so ist. Ich war irgendwie lange Zeit auf Entzug und das muss ich jetzt wieder alles nachholen. Kann ich mir vorstellen, dass ich den Rest des Tages erstmal nur mit Let's Plays verbringe. Nee, weil ich hatte ja eine Zeit lang wirklich, sagen wir mal so 4 Monate, überhaupt keine Motivation mehr für Let's Plays. Weil die Aufrufzahlen einfach allgemein bei den Projekten ziemlich gering waren. Keine Kommentare, kaum Likes, kaum Aufrufe generell. Also wirklich teilweise im einstelligen Bereich. Da habe ich mir auch gedacht, ja, warum, für wen mache ich das noch, ne? Ich meine, an sich haben die LPs schon noch Spaß gemacht. Vor allem der Spuktober, der letzte, der hat mir noch Spaß gemacht, weil da war der Austausch wirklich ziemlich groß und so mit Kommentaren und so weiter und Zuschauerzahlen, und die Projekte haben mir ja generell Spaß gemacht. Also nicht, dass mir die Projekte mit den geringen Aufrufzahlen keinen Spaß gemacht hätten. Aber wenn es dann, sag ich mal, Projekte gibt, die ich jetzt nicht unbedingt mit Herzblut spiele, sondern, also das ist dann für mich vielleicht eher schon Arbeit als Spaß teilweise. Und da die Aufrufzahlen gering sind, denke ich mir, dann kann ich das eventuell auch lassen. Ne? Auf jeden Fall, ja, die Motivation war da jetzt nicht so groß, aber ich denke, habe mir dann so gedacht, ja, wenn dann jetzt in Zukunft nicht so viele Zuschauer da sein werden, dann ist das halt so. Damals habe ich das auch so ein bisschen vielleicht auf die suboptimale Qualität geschoben, weil die letzten Gem-LP-Reihe, sag ich mal, also die Spiele der letzten Gem, auf meinem Kanal zumindest, die hatten auch geringere Aufrufzahlen. Also sonst waren die zumindest immer ziemlich weit oben. Ja, da habe ich gesagt, okay, aber wenn ich mir die im Nachhinein so angeschaut habe, die Qualität hat tatsächlich schon sehr zu wünschen übrig gelassen. Aufgrund doch teilweise vieler Ruckler oder kompletter Ingame-Sound, der gefehlt hat, ne? Weil, keine Ahnung, mein Rechner hatte da irgendwie immer extreme Probleme, vor allem mit MZ-Spielen. Da wurde überhaupt keine Musik aufgenommen und kein Sound. Das war natürlich auch. Da könnte ich verstehen, wenn man da jetzt das nicht unbedingt zuschauen möchte, weil das Erlebnis dann einfach nicht so ist, ne? Wie es eigentlich sein sollte. Und dann noch die ganzen Ruckler dazu, das ja, ziemlich nervige Rauschen, was bei einigen Projekten wirklich stark schon zu hören war, weil die Musik da teilweise leise war. Sonst durch die laute Musik war das dann vielleicht zumindest ein bisschen übertönt, aber bei gewissen Horrorspielen, vor allem wo es generell eher leise ist, da war das schon sehr auffällig und dann natürlich störend. Ne? Ja, also wenn es jetzt an den
mangelnde Zuschauerzahlen scheitern sollte, dann auf jeden Fall, denke ich mal, nicht an der Qualität der Videos, sondern dann vielleicht, wenn, dann hat das irgendwelche anderen Gründe, ne? Zeitmangel, oder weil, kann natürlich auch sein, ne? Da jetzt Leute jetzt nicht unbedingt mich als Let's Player bevorzugen, sondern andere, was natürlich auch okay ist. Ich würde noch nicht mal sagen, jetzt im Nachhinein, dass ich irgendwie ein beschissener Let's Player bin, aber ja, jeder hat einfach seine Art und manchen sagt die Art zu und manchen halt nicht, ne? So ist das halt. Und kann natürlich sein, dass vielen Leuten meine Art halt einfach nicht so zusagt. Aber ich weiß trotzdem, also dass es mindestens immer für jedes Projekt mindestens einen Zuschauer gibt. Und ja, dann lohnt sich das ja schon, ne? Wenn zumindest einer Zuschauer. Ja, auf jeden Fall, das ist das. Ja, und ein anderer Grund, warum ich dann eine Zeit lang auch nochmal aufgehört habe, also die Motivation an sich war dann schon irgendwo wieder da, was das Let's Play angeht. Aber irgendwo habe ich dann selber so für mich gemerkt, vor allem jetzt die letzten Monate, wo ich noch Let's Plays aufgenommen habe, also bevor dann der, ich sag mal, der große Crash kam, ja, dass ich quasi gemerkt habe, dass das langsam mehr zur Arbeit als zum Hobby wird. Und ich denke, wenn, also dass ich mich auch da wirklich gestresst habe, ne, so teilweise hatte ich immer diese festen Termine. Ich hatte das dann jetzt schon letztens für 2023 so geregelt, dass ich mir dann gesagt habe, okay, dann vielleicht nur so 3 bis 4 Videos pro Woche, hatte dabei auch für immer feste Zeiten und Tage. Und dann habe ich jetzt nur so in der Zeit überlegt, dass es eigentlich in die falsche Richtung geht, ne? wenn das Hobby mehr zur Arbeit wird. Und da bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich überhaupt keine festen Termine mehr habe, dass ich mir da überhaupt keinen Druck mehr mache, sondern dass ich einfach immer genau dann Videos raushaue, wenn ich dazu Lust habe. Punkt. Es gibt keine wirklich festen Zeiten. Es gibt keine festen Tage. Einfach dann, wenn ich Lust habe. Das kann sein, dass mal tatsächlich mehrere Wochen oder Monate nichts kommt, aber dann kann es dafür sein, dass vielleicht 3 bis 4 Mal die Woche in unregelmäßigen Abständen was kommt. Es kann sein, dass jeden Tag was kommt. Es kann sein, dass an einem Tag 2 kommt, wobei das ist dann doch, glaube ich, Blödsinn, wenn man pro Tag mehr Videos raushaut. Ja, außer ja vielleicht heute eventuell, aber das weiß ich auch noch nicht. Weil das hier ist ja kein richtiges LP-Video. Ja, auf jeden Fall ist das dann erstmal so der Stand der Dinge, ne? Ich bin wieder zurück offiziell. Ich ja, mache dann wieder einige Projekte. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich die Projekte wie das Erwachen dann wieder mit der Zeit natürlich fortführen werde. Das steht ja weiter und auf der Liste. Das, was mich am meisten getroffen hat, ist dann so ein bisschen der Adventskalender. Da habe ich ja verschiedene Videos für gemacht. Das ist alles futsch. Das, darunter auch der höllische Modus von Winter Survivors, ne? Den ich geschafft habe und aber ist jetzt aber die Beweise, dass ich das geschafft habe, quasi alle verschwunden sind und naja, da kann ich jetzt natürlich nichts machen. Oder das LP-Video zu Endzeit von Real Troll. Das war ja ein extrem langes Projekt. Das belastet mich auch ein bisschen. Gut, dass Sonnenorden weg ist, das ist tatsächlich halb so wild, weil das war damals noch die Beta-Version. Und dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich das dann jetzt nochmal mit der richtigen Vollversion mache, weil sich ja doch einige Dinge seitdem geändert haben. Und das wäre ja sowieso nicht blind für mich, weil ich kenne das Spiel ja, ne? Von daher macht das eigentlich keinen Unterschied. Genau. Und joa. Ansonsten werde ich dann wahrscheinlich, aber bevor ich den Sonnenordenspieler noch mein Spiel Doku Sarita Tamashi spielen, weil das spielt ja zeitlich gesehen sogar noch vor Sonnenorden, ne? Ist dann vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Genau. Also das werde ich auf jeden Fall dann noch nachholen. Ja, die anderen Projektvideos, wie zum Beispiel die ganze Outrageous-Reihe, ja gut, das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das nochmal machen würde, weil jetzt das wäre dann halt nicht mehr blind, das kenne ich dann schon alles, das wäre dann einfach nicht mehr dasselbe. Das ist dann ein bisschen schade, aber ich sag mal, zumindest Endzeit und so, das hat ja auch die gute Mode gespielt, von daher ist das für euch jetzt vielleicht auch gar nicht mal schlimm, nur für mich, weil halt so viel Zeit und so reingeflossen ist, ne? Aber ich denke mal auch, dass bei mir dann wahrscheinlich eher weniger
zugeschaut hatten als bei Murdo. Eben weil er schon das schon gespielt hat, war ja bei Dark and Bright genauso. Da hatte er auch ziemlich viele Zuschauerzahlen und dementsprechend hatte ich dann relativ wenig bei Dark and Bright. Von daher ist das eigentlich für euch sogar halb so wild. Ja, nur für mich war es dann natürlich trotzdem, ne? Herr Rückschlag, eben weil da so viel dann reingeflossen ist, aber das ist ja klar. Nö, ansonsten für euch hat sich da jetzt nicht, also ihr habt da jetzt nicht so natürlich einen herben Rückschlag gehabt. Ja gut, meine Videos kamen jetzt lange Zeit nicht, ne? Keine Ahnung, was für ein großer Verlust das für euch war. Vielleicht hat euch das gefehlt, vielleicht habt ihr das nur registriert, aber mehr auch nicht. nee, aber ich denke, so schön wird es jetzt nicht gewesen sein. Also, dass man mich so dermaßen vermisst hat hier mit den Videos. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall sogar noch besser dann als davor. Ne? Alleine schon mit den ganzen neuen Sachen, dem neuen Rechner und so. Ja, wie gesagt, die Projekte. Ja, das Erwachen werde ich auf jeden Fall weiter fortführen. Das steht ja an. Sonnenorden werde ich dann irgendwann auch nochmal nachholen. Und generell die Projekte, die von mir neu sind, die ich halt noch nicht Let's Played habe. Ja, und ansonsten habe ich zumindest vor, dann noch eines dieser letzten 5 Gem-Spiele zu spielen. Bei den anderen 4, ja, da müssen sich die Entwickler dann vielleicht nochmal selbst bei mir melden. Weil das war ja wohl das sind da so gefixte, beziehungsweise die wollten dann noch diese Version fixen, weil da noch was gefehlt hat, beziehungsweise sehr unausgereift. Dann könnte ich dann sozusagen nicht diese Original-Gem-Version-Spiele spielen, sondern die After-Gem-Version, also nachdem sie dann sozusagen Update bekommen haben, ne? Von der letzten Dark Season-Gem. Außer das Spiel von Limbus. Das war, glaube ich, so schon ganz gut. Das würde ich dann wahrscheinlich so direkt als erstes Projekt nach meiner langen Auszeit Let's Playen. Ja, und bei den anderen Spielen müssen sich dann halt die Entwickler bei mir melden, wenn sie das wollen, dass ich die spiele, aber dann eben mit ja, der neuesten Version. Ne? Kann natürlich sein, dass einige da nichts updaten mussten nach der Gem-Version, dann werde ich eben natürlich auch die Originalversion spielen, wenn sie das wünschen. Ansonsten bleibt noch was zu sagen. Nö, ich glaube, dann bin ich erstmal soweit durch mit den ganzen Infos für euch. Ne, auf jeden Fall, die Info allgemein ist, ich bin wieder da. So, ne? Ja, und dass es eben, wie gesagt, keine festen Zeiten gibt, sondern dass ich das wirklich nur dann mache, wenn ich Lust dazu habe und eben auch nur dann hochlade, wenn ich Lust dazu habe, ne? Also, das ist, das habe ich nämlich gemerkt. Das war so eigentlich so der Kern des Ganzen, dass das dann irgendwann schon so ausgeartet ist, dass es dann, dass ich mich wirklich damit gestresst habe, schon möglichst viele Videos rauszuhauen, dass es dann wirklich mehr zur Arbeit wurde, als dass es ein Hobby war, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, durch die ganzen Ruckler und so weiter, die ich ja selber natürlich auch damit bekommen habe, also nicht nur ihr im Video, sondern wirklich, das hat auch richtig im Spiel so hart geruckelt. Das hat natürlich bei mir auch dann den Spielspaß genommen. Aber ich bin mir sicher, jetzt mit den ganzen neuen Möglichkeiten macht mir das wesentlich mehr Spaß zu spielen und euch dann wahrscheinlich auch mehr zum Zuschauen, ne? Und das wiederum bedeutet, ja, jetzt kann der Spaß wieder anfangen. ja, und damit bin ich dann mit meiner Rede soweit erstmal am Ende. Es kommen also wieder LP-Videos, es kommen demnächst wahrscheinlich dann auch mit der Zeit bestimmt wieder hier Talks aus der Bärenhöhle, wie man das halt schon von mir kennt. Wenn ich ein neues Projekt beginne, dann lasse ich euch das natürlich immer beim Fred wissen. Und ja, ihr könnt, achso, genau, wichtig noch für euch vielleicht, wenn ihr irgendwelche Wunschprojekte habt, egal ob jetzt eure eigenen Spiele sind oder irgendwelche anderen Maker-Spiele von anderen Leuten halt. Oder vielleicht sogar ganz andere Spiele. Dann könnt ihr mir das in der Wunschliste schreiben. Die Wunschliste, die werde ich dann wahrscheinlich auch in meinem Thread da veröffentlichen. Ihr könnt mir das im Prinzip überall schreiben. Unter irgendeinem YouTube-Video. Idealerweise unter diesem natürlich. Oder in meinem Thread oder auch mir per, also egal ob jetzt in meinem Thread oder per PN im Forum,
Oder auch im Discord privat, ne? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ja, dann könnt ihr mir dann quasi sagen, was ihr eventuell für Wunschprojekte habt. Und die werde ich dann auf jeden Fall zu meiner Liste hinzufügen. Es ist jetzt nicht immer unbedingt 100% sicher, dass ich die eventuell tatsächlich Let's Playen werde. Aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr groß, ne? Wenn ihr diesen Wunsch äußert. Ob ich das dann auch ganz durchspielen werde, ein gewisses Spiel, je nachdem, wie viel Spaß es mir selbst macht, beziehungsweise wie da der Wunsch der Leute ist, ob ich das weiterführe oder ob es dann bei einem Let's Test bleiben kann. Das wird sich dann, denke ich mal, immer so ergeben. Aber ich werde es mir auf jeden Fall dann mit Sicherheit immer anschauen. Und ja, das füge ich dann in meine Liste hinzu, in meinem Thread, was man ja schon kennt. Da werdet ihr dann demnächst die Liste sehen unter dem Punkt Wunschliste. Welche Projekte da schon dann soweit sind. Also erstmal, ich hatte ja die alte Wunschliste noch quasi auf meinem alten Rechner und ich kann mir jetzt nicht jedes Projekt davon merken, wo da mal einer eventuell so einen kleinen Wunsch geäußert hat. Dann müsstet ihr das eventuell jetzt nochmal machen, ne? Dass ich dann das jetzt wirklich alles nochmal schwarz auf weiß habe. Das Erwachen wäre da wie gesagt das erste natürlich, das werde ich ja weiter fortführen. Alle anderen Projekte sind ungewiss. Da steht tatsächlich dann erstmal noch nichts an. Eventuell suche ich mir auch mal selbst was raus, worauf ich einfach so Lust habe. Und ja, ich bin gespannt, wie viele Wunschprojekte dann da erstmal zustande kommen. Ach so, doch, es gibt noch ein Projekt, ein besonderes. Aber gut, da werde ich jetzt noch nichts zu verraten. Das werde ich dann wahrscheinlich auch demnächst machen. Ja. Das wäre es dann jetzt aber, glaube ich, tatsächlich wirklich erstmal. Genau. Das Wichtigste ist auf jeden Fall gesagt. Und alles, was mir eventuell später noch einfällt, das kann ich dann eventuell noch in anderen Videos sagen. Ja, auf alle Fälle. Ich freue mich wieder, da zu sein. Ich hoffe, ihr euch auch. Und dann ja, kann ich nur sagen, ne, was mich nicht getötet hat, das hat mich jetzt nur stärker gemacht, ne? Beziehungsweise meine Rechnerleistung stärker. Ja, und dann würde ich nach langer Zeit auch mal hier wieder sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bärenbruder.